Was geht ab, Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Link to the Past. Und hier sind wir wieder, und zwar in, vor dem Schildkrötenfels. In der letzten Folge haben wir eben das Amulett hier geholt. Items sind auch komplett. Und ja, der letzte Tempel hier in diesem Spiel, wollen wir doch mal gucken, wie gut oder eben weniger gut wir das Ganze schaffen. Hier brauchen wir den Somaria-Stab, um uns praktisch so eine Plattform hinzulegen, um da halt dann, ja, wie ihr gerade selbst gesehen habt, voranzukommen. So. Den geht erst dann los, wenn wir auf sind, glücklicherweise. So, mal kurz gucken, ob wir hier vielleicht ein Item finden, was nützlich sein könnte. Ist aber nicht so. Also der Tempel hier besteht eigentlich zu 100% aus diesen, ja, sag mal, Fahrtswegen da. Diese komischen Wege, die wir hier halt abfahren müssen und so. Ist halt total, ja, nervig ein bisschen, aber... Wie kommen wir da ein bisschen... Achso, ja, halt, wir brauchen hier ja den Feuerstab. Können wir ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen hier mit dem Ding. Mal kurz gucken. Den da und dann den. Jo. Können wir wieder umsteigen auf das Ding. Ja, so cool ist das alles hier. Dammit, jetzt ist das scheiß Ding wieder zu. Das andere habe ich jetzt nicht getroffen. Ja. Naja. Blöd. Ich weiß, aber was wir machen. Ich glaube, ich muss eh ein bisschen warten, weil das ja, ja. Ja, seht ihr, das ist halt. Oh shit. Na egal, okay. Was war das jetzt gerade? Na stimmt, ich habe das Ding umgewechselt und ich habe aus Versehen gerade auf den Dings gedrückt, hier auf den Knopf. Na gut, gucken hier, dass wir da vielleicht... Na okay. Ja, nochmal durch. Sorry. Bin gerade ein bisschen verpeilt, was das Ganze angeht. So. Ist total nervig, dass er da halt noch diesen Dinger machen muss. Die ganze Rundreise da des Todes. Ah, dammit. Wenn ich jetzt aber mich auf dem Ding hier befinde, ja. Wartet mal. Okay. Okay. Es muss doch eigentlich einen Weg geben, das Ganze hier doch ein bisschen besser zu dingsen. Ja, wenn man runter geht. Oder? Ist das so viel besser? Eigentlich schon. Denn, genau. Shit. Ja, okay. Wir machen das jetzt anders. Und zwar, wir brauchen eh noch ein bisschen Magie. Allerdings, ja, reichen die Kräfte nicht aus, wa? Ist natürlich bitter. Zumal ich auch keine Dinger mehr hab. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht Magie bekommen. Nein. Total unvorbereitet in diese Scheiße reingegangen hier gerade. Mal gucken. Ich hatte eigentlich schon fast gehofft, dass wir vielleicht da irgendwie
Ja, wenn der Kopf da kommen würde und es eventuell ein Magiefläschchen droppt, dann wäre es gar nicht so schlecht. Na, ich drehe mich mal um, dann kommt er vielleicht. So ein bisschen wie die Geister bei Super Mario World. Mal da. Nochmal. Ah, toll. Ah, yay. Probier's jetzt einfach nochmal. In der Hoffnung, dass er halt was droppt. Mal kurz hier. Ah, ein Herz. Wieder ein Herz. Nichts. 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 Oh, damn it, Mann. Ein Herz. Also, wir können es vergessen. Das hätte ich eigentlich schon von Anfang an machen können, das Ganze hier. Wahrscheinlich sagt er uns, ey yo, du brauchst Magie. Ja. Ja, okay. Dann probieren wir es doch mal so, dass wir hier jetzt eben... Jetzt erstmal nach links. Und schau einfach mal, was da so geht. Jo. Wahrscheinlich Karte oder Kompass? Okay, Kompass. Ah, ja, wow. Jo. Bisschen asozial, dieser Tempel hier. Ja, okay. Gehen wir erstmal da raus. Die Seite hier. Gucken wir mal. Ah, okay. Das ist so ein Raum. Hier scheint wohl nichts mehr zu sein. Ein Blick auf die Karte verrät nichts, aber wir können ja mal schauen, ob es hier doch vielleicht irgendwas gibt. Nö, okay. Gut. Da sind wir schon durchgekommen hier und jetzt wäre es halt eben wieder an der Zeit, in diesen einen Raum zu gehen. Der uns vorhin so ein bisschen um den Verstand gebracht hat. Allerdings haben wir herausgefunden, wenn wir hier runtergehen, das heißt also eben über die untere Route, haben wir doch vielleicht ein bisschen mehr Glück. Zumindest hoffe ich das, dass es jetzt passt.
Ja, das war klar, dass das jetzt passiert. Ja, Gott sei Dank. Okay. No? Ah, gut. Dachte schon, da müssen wir vielleicht eventuell mit Dings hier arbeiten. Ja, war knapp. Und die Karte. Wahrscheinlich noch ein Schlüssel. Magiefläschchen. Yes. Sehr schön. Ah, das war knapp. Jetzt können wir ja wieder nach links raus, in diesen einen Raum mit den, da wo auch die Karte halt, da wo der Schlüssel auch eben gebraucht war. So, dann nehmen wir gerade mal hier den Somaria-Stab. Zack, gehen da mal hoch. Weiter. Genau, da wollte ich jetzt auch hin. Dann schaue ich mal, was es da so gibt für uns. Außer halt so ein komisches Viech. Oh, ein Schlüssel. Sehr schön. So. Schauen wir mal, wie lange wir hier brauchen, um das Ganze zu... Überleg gerade, was das Ganze hier so auf sich hat, hier mit den Viechern. Irgendwas wird da wohl gewesen sein. Jo. Ja, scheiße. Selbst eingetrappt hier. Mach das Ding mal auf. Komischen Hunde. Die waren ja noch bei Link to the Past, Link's Awakening ja noch ganz nett. Autsch. Okay, ja. Das ist auch noch bekannt hier. Oh, allerdings ein bisschen komisch. Autsch. Die Dinger ziehen uns auch immer Leben ab. Und Energie. Also Magie. Ein Meter nervig deswegen. Ah. Boah, das war knapp. So. Nur die Frage, wo wir hier rauskommen. Diesen komischen Vorleitungssystem hier. So. Okay, gehen wir mal da runter. War ein bisschen nervig, soweit ich noch weiß, aber... Ja. Das war klar. Ja, das ist auch wieder diese komische Tür mit dem Ding. Mit dem Auge davor. Autsch. Du Drecksteil. So. Oh, schon den großen Schlüssel erhalten. Das ist natürlich mal schnell hier. Gucken wir mal. Wo wir denn hier jetzt als nächstes rauskommen, beziehungsweise wo wir hier hin müssen. So, jetzt sind wir ja runter wieder. Also ich denke mal, im Prinzip müssten wir wieder über so eine Leitung allerdings dann einen anderen Weg einschlagen. Das heißt, wir müssen da wieder rein. Und da nicht runter, sondern in der nächsten weiter, glaube ich. So, ja. Gucken wir mal, da ist glaube ich auch nichts mehr. Okay. Und jetzt da rein. Okay. So. Auch wieder so ein Raum. Autsch. Zumindest haben wir... Alter, was ist denn das für eine? Yes.
Gehen wir mal kurz runter und schauen hier mal nach. Oh ja. Boah, ich dachte, die scheißen voll drauf, wenn ich nicht hingucke, aber irgendwie ist es dann doch nicht so. Okay. Jetzt sind wir wieder draußen hier. Aber nicht lange. Geht nämlich auch wieder rein in den Schildkrötenfelsen. Und da bekommen wir jetzt auch dann ein Item. Ich glaube, es war... Oh shit, was war's denn? Ein Upgrade. Schild. Spiegelschild. Genau. Ist immer auch wieder richtig nice gestylt hier. Okay, den Raum kennen wir schon. Alter. Haha. Gut. Nur mal da rein. So. Wieder in diesen Rohrleitungsdschungel da. Hier kann man auch wieder Bomben einsetzen. Zwei Stück. Alter, diese Kackteile, gell? Na gut, ich habe ja noch zum Glück zwei Feen, also von dem her. Und eine würde ich jetzt auch bekommen. Sehr schön. Nehme ich mal hier kurz die Bombe. Platziere eine mal dahin, die andere dahin. Autsch. Gehen wir mal kurz geradeaus und schauen mal, was hier sich so verbirgt. Oh shit. Autsch. Das tat jetzt doch ein bisschen weh. Warte mal, scheiße. Total verrafft hier. Autsch. Yay, Schlüssel. Oh, so. Und es geht wieder runter. Hier. Okay, ich brauche den Maria-Stab wieder. Ja, geil. Aber wir haben ja zum Glück eine Fee. Das heißt, im Prinzip leben wir jetzt noch weiter, aber wir müssen trotzdem aufpassen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich den Birner-Stab nehmen soll oder nicht, aber ich hätte es einfach mal gesagt, wir schauen mal. Das ist echt ein kompletter Irrgarten, das Ding. So, dann gehen wir mal da raus. Okay, da können wir nicht raus. Gut. Natürlich. Oh, ouch. Sehr cool. Wow, das war knapp. Das war sehr knapp. Da dürfte es doch eigentlich ein Dings geben. Nee, ich muss da schon nach oben. Da rein. Ah, shit. Na, verdammt. Jetzt kommen wir wieder da raus. Zu diesem Totenkopf. Was war hin? Aber verdammte Scheiße, echt. Mann. Ja, das hat jetzt ein paar Mal weh. Autsch. Oh. Na gut, zumindest haben wir jetzt eben so ein Ding. Autsch. Bekommen. Aber den ich brauche, das ist der in der Mitte.
Den da. Alter. Jetzt kommen wir wieder da runter, Mann. Au. Autsch. Oh, dammit. Mein Arsch tut richtig weh auf dem Stuhl. Irgendwie. Ja, wieder tot. Auch nicht schlimm. Wir haben ja noch eine gehabt. Aber das ist jetzt auch die letzte. Das heißt, wir sollten schon ein bisschen aufpassen hier. Jetzt einfach mal kurz gesagt, wir benutzen den magischen Umhang. Gut, im Moment brauchen wir den eh nicht. Ja, schon wieder da. Da, yes, endlich, Mann. Mann, war das jetzt eine Geburt. Gut, das ist so gut gepasst hier. Müssen wir halt nur gucken, dass wir da wieder runterkommen. Altes, ja. Nein. Da runter. Na, fuck. Mann! Autsch. Genau, da müssen wir rein. Yay! So, Freunde, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und bis zur nächsten Folge Link to the Past. Denn ich denke, in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall rund hier in diesem Tempel. Wir haben jetzt schon gut über 20 Minuten gezockt und sind auch relativ weit gekommen. Aber ich möchte jetzt nicht alles auf einmal machen, da wird auch die Folge lang und so weiter und so fort. Deswegen machen wir einfach beim nächsten Mal weiter. In diesem Sinne, haut rein, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!